Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop and Distance. Falls meine Stimme oder sonst irgendwas jetzt neu sein sollte, das hat einfach damit zu tun, ich musste jetzt alles umbauen und musste jetzt zu meinem PC rübergehen, da mein Laptop versagt beim Aufnehmen. Naja, gut Glück, versuchen wir es halt jetzt mal so. Ich benutze jetzt auch keinen Pappabschutz, weil das sonst zu leise wäre, keine Ahnung. Whatever, wir spielen jetzt einfach mal. So. Ich will nämlich auf jeden Fall noch fertig werden. Wisst ihr, ich will gucken, dass ich Digimon und Kingdom Hearts noch fertig kriege. Bis zum Ende Februar mindestens. Also, okay, Digimon ist vielleicht noch schwer. Aber Kingdom Hearts auf jeden Fall. Dass ich dann im März im Prinzip Zeit habe. Ich war ja eigentlich im Planung, Horizon noch zu Let's Playen. Ich bin mir zwar aber noch nicht sicher, vielleicht werde ich das Geld eher investieren auf einen neuen Laptop. Dass ich dann weiter wieder von da hinten aufnehmen kann, oder ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Mal schauen. Auf jeden Fall. Naja. Ich bin jetzt mal gespannt, wie jetzt die Test, also beziehungsweise diese Aufnahme so sein wird. Ich hoffe, dass es hier jetzt nicht krepiert, so wie es die ganze Zeit bei meinem Laptop vorgemacht hat. Denn das war schon ganz schön nervtötend, finde ich. Ah, was mache ich da? Ich bin voll unkonzentriert. Autsch. Au. Das Gute ist aber, ich kann mindestens demnächst mal testen, wie ich livestreamen kann von da hinten. Das wäre nämlich eigentlich machbar. Dann werde ich vielleicht mal livestreamen. So mit Webcam und so weiter. Wisst ihr? So richtig professionell. Nicht so, wie ich es immer gemacht habe mit der PS4. Einfach mal so ratzatzatzack. Ich habe ja eigentlich hier auch eine richtige schöne HD-Kamera. Das Gute ist aber jetzt, ich kann jetzt in den Cutscenen nebenbei am Laptop gammeln. Ja, am Laptop. Weil der wird ja nicht gebraucht. Weil die Cutscenen kenne ich jetzt beispielsweise schon 7 Mal, da ich diese Aufnahme schon 7 Mal gemacht habe. Is this... Am I back at Master Yen Sid's tower? Something seems off. King Mickey! Huh? Is this what's troubling him? All right. Gosh, is that a keyblade? Who are you an apprentice to? I'm Mickey, the sorcerer's apprentice. Oh, apprentice? Wait, am I in some world where the king was still in training? So, does that mean this world is sleeping? What's wrong? What? Oh, I'm Sora, the, apprentice of, hey, listen, your magic. I gotta stop that. Mickey, what can I do to save you? Thank you, Sora, but it's no use. A monster's possessed that music, and he's releasing darkness that stops anybody from going in there to fight him. To dispel the darkness, we need a sound idea. It's that Dream Eater I let escape. Okay, where do I get a sound idea? What? You'll find one for me? Of course. Thank you. It's not every day I get to do a favor for the king. Huh? Did you say something? Oh, nothing. Long story. So what exactly is a sound idea? Inside this musical score should be a power that can sweep away any darkness. But you gotta be careful. In between those clefts and notes are monsters. Not as strong as the big one,
but still pretty strong. Got it. Naja, wie gesagt, viel Gelaber gibt's in dem Game nicht. Also in dieser Welt. Das ist halt eher so eine Welt. Nur Musik, 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 Musik. Mehr eigentlich nicht. Ich hoffe, die neue Einstellung ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr könnt euch dran gewöhnen. Das wird aber, wie gesagt, nur für zwischendurch sein. Also ich werde gucken, dass sich das nicht ewig so sein wird. Ich hole mir nämlich demnächst wieder einen neuen Laptop, dann ist wieder die Standard-Einstellungen drin. Aber ich finde es eigentlich hier voll angenehm zu zocken, muss ich ehrlich sagen. Ja, muss ich echt zugeben. Also, ich weiß nicht. Fühlt sich jetzt viel mehr wie Arbeit wieder an. Ist echt so, da hinten, wo ich davor aufgenommen habe, da saß ich in meinem Genie-Mansersessel. Und in meinem Mansersessel ist alles chillig. Und nur das Blöde ist dann natürlich, dass ich den Massagesessel nie anmachen konnte. Weil der einfach vibriert wie sonst was. Das hat man immer gehört. Das Gute ist aber jetzt, wenn ich die Aufnahmen hier auch den Sommer machen werde, das wird wahrscheinlich jetzt schon ein paar Monate dauern, also so schnell kann ich mir keinen Laptop gönnen. Also mindestens nicht so einen guten. Ich meine, den hatte ich jetzt 4 Jahre. Und hat 4 Jahre, ich mein, mindestens 1000 Videos habe ich damit aufgenommen. Und da ich mit YouTube nur nicht wirklich so verdiene, dass ich mir einen neuen Laptop kaufen könnte damit und ich auch keine Supports von euch bekomme. Also ich habe es in Streams ja gesehen, das läuft irgendwie nie. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch nie damit gerechnet gehabt. Kann ich mir halt erstmal keinen neuen Laptop kaufen. Da leider zu viele Spiele in Planung sind. Also ich habe, glaube ich, den Mai. Der Mai ist, glaube ich, der einzige Monat, wo gar nichts rauskommt, wo ich echt ganz in Ruhe mir dann mit dem Gehalt und auch keine Geburtstage, das ist nämlich das Harte. Ich hatte jetzt nämlich nur Geburtstage und Geburtstage und Geburtstage und es geht noch bis Ende April, also wie gesagt, der Mai wird der chilligste Monat sein. Da habe ich dieses Problem nämlich nicht mehr. Mai und Juni, wobei in Juni kommt Tekken, aber drauf geschissen, die 70 Euro Tekken. Das trifft mich jetzt auch nicht so hart. Ich muss halt einfach mal ein bisschen, was würde ich sagen, ich muss halt ein bisschen sparen. Also, ich gehe auch auf 2 Convention dieses Jahr, oder besonders 2 Messen, das wird ja dieses Jahr die Gamescom und die Konichi sein. Konichi mit einer Freundin. Bis jetzt mindestens noch aktueller Stand. Und Gamescom mit meinem Bruder. Ja, Mirkan, falls ein paar Abonnenten von euch, die ja von meinen Streams meinen Bruder kennen, ja, wenn ihr zu Gamescom kommt, am Mittwoch und am Donnerstag, ich bin nur die 2 Tage da, die Rest der Woche ist für mich. Da werde ich Zeit brauchen für Schneiden. Also ich werde ja diesmal Vlog machen. Also ich werde es diesmal alles aufnehmen. Ich habe Kleider ja noch gar nicht ausgerüstet, die Vollpfosten. Kleider. Da, Kleider. Ja, was wollte ich sagen? Vlog, ja. Ich werde diesmal auf jeden Fall alles aufnehmen.
Hatte ich letztes Jahr auch geplant. Dann habe ich Schmock aber vergessen, mein Ladekabel für die Kamera mitzunehmen. Also konnte ich gerade mal die Fahrt von Köln nach zu Gamescom aufnehmen. Also irgendwo mitten in der Gamescom drinnen. Verkacke ich halt dann übel, weil dann geht der Akku leer. Und dann konnte ich nichts mehr machen. Deswegen habe ich gleich das Ganze sein lassen und habe jetzt gar nicht die Gamescom jetzt hochgeladen, also das kleine Stück. Ich habe es, wie gesagt, dann komplett sein gelassen. Was jetzt auch nicht so sonderlich schlimm ist, finde ich mindestens. Ich habe eh nur 2 Abonnenten getroffen, die ich vorher noch nie geredet habe oder so. Also die kannten mich auf jeden Fall, aber das war's. Ansonsten war ich halt die meiste Zeit am Tekken-Stand und im Dragon Box Universe-Stand. Was noch? Wo war ich noch? Ich war an World of Final Fantasy, war ich echt sehr lange. Was traurig ist, dass ich dadurch das... Ah, genau. Das war ja auch mein Laptop dran schuld, dass ich ja dann diese Kacke da hatte. Ihr wisst schon, dass sich vor allem mein Sound nicht aufgenommen ist. Also wenn es jetzt bei meinem PC besser klappt, aufpassen, ich darf nicht in die Blitzwolke reinlaufen. Genau. Weil die zieht einfach voll viel ab. Ich darf nicht in die Blitzwolke reinfahren. Hey, wo komme ich mal runter? Ich will gar nicht gleiten. Der lässt mich einfach nicht runterkommen. Das ist doch eine Verarsche. Egal, dann tun wir den Stand hier jetzt nochmal drücken. Habe ich es irgendwie verkackt? Ja, jetzt habe ich es auch definitiv verkackt. Doch Viereck gedrückt, du Arsch. Ja, hört eigentlich auf. Genau, danke. Wo war ich jetzt nochmal? Ja, genau. Das war auch schuld, dass manche Aufnahmen damals nicht gingen. Also das alles, was ich vorbereitet habe, war ja für die Cuts letztendlich. Ich habe es halt nicht nachgeprüft. Es kann aber sein, dass ich jetzt vielleicht ein paar Let's Plays nachhole, wenn das hier jetzt echt gut klappt und ihr seid auch damit zufrieden mit der neuen Quali. Wie gesagt, anders geht's erstmal nicht. Und jo, mal schauen. Ich werde vielleicht dann auch SAO vielleicht mindestens noch zu Ende führen. Mal gucken. Aber erstmal jetzt Kingdom Hearts und Digimon. Gerade Digimon. Boah, Digimon ist echt eine Missgeburt, muss ich sagen. Dieses Training und so, das geht schon dermaßen auf die Eier. Muss ich schon zugeben. Ich war auch kurz vor überlegen, ob ich es nicht auch livestreame. Ne, ohne Witz, ich war echt schon kurz vor überlegen, ob ich es nicht livestreamen werde. Und es dann einfach auf YouTube hochlade. Wenn es mir echt... Ja, wobei, ich bin schon Kapitel 2 und es gibt nur 4 und beziehungsweise 3 und ich glaube, das vierte ist das... ich glaube, 3 sind es sogar nur. Ich habe jetzt mir nicht... Ich wollte mich nicht spoilern, das ist das Gefährliche. Sowas nachzuschauen ist leider immer gleich mit gleichzeitiger Information vom Ende. Und darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht gespoilert werden. Ich mag das Spiel ja schon. Das Spiel macht Spaß. Es hat sehr viel Nostalgie in mir geweckt, weil es Anspielungen, also beziehungsweise sehr viel von Digimon World übernommen hat, von der PlayStation 1 Ära. Deswegen will ich eigentlich, wenn es geht, mich nicht spoilern. Ah, fick dich. Ich hoffe, es hat jetzt trotzdem gereicht. Ja, es wäre Licht. Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt auch mehr Massen... Produktion machen kann endlich wieder. Das heißt, ich kann ein Spiel holen, ich tue es rein und zock und laber. Mach das 24 Stunden lang. Ja, okay, so übertreiben wir es jetzt auch nicht. Aber ewig lang und dann lade ich es einfach hoch. Und dann habe ich schon das ganze Spiel Let's Play hochgeladen. In one day. Okay, sagen wir 2 Tage, weil es dauert immer voll lange bis zum Hochladen.
Das wäre ja grandios, wenn das jetzt wieder klappt. Das Gute ist auch, ich höre jetzt wieder mehr vom Game. Das war nämlich vorher auch das Problem. Weil ich habe ja so ein Dusel natürlich gehabt, dass ich mir zwei Fernsehs geholt habe, die beide keinen verdammten Mikrofoneinstecker haben. Kopfhörereinstecker. Richtig genial, oder? Ein 4K-Fernseher und ein kleiner HD-Philips-Fernseher. Und beide können es nicht. Wow. Holy shit. War kurz noch weg. Wie? Ihr scheiß Frösche. Ich bringe euch gleich zum Franzosen. Dann werdet ihr gefressen. Ja. Mal gucken. Ich bin jetzt eher erstmal gespannt auf eure Restaurants, wie es jetzt so ist von der neuen Aufnahme. Oh, fickt euch. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich jetzt noch leiser bin als vorher. Kann sein. Boah, fick mich. Ich schwör. Dieses scheiß Schäfchen. Das ist ja hardcore. Also allein nur durch die scheiß nicht vorhandene Abwehr krieg ich so eins auf die Gosch. Dabei bin ich schon so hohes Level. Ich meine 41. Was war Vorgabe? Wobei Vorgabe war glaube ich 43, kann das sein. Sehe ich ja nachher bei Rico. Ey, das gibt nicht. Ich hab doch Stehaufmännchen ausgerüstet, oder? Will mich das Spiel verarschen. Wieso komme ich denn da nicht raus? Ja, geil. Was war das jetzt? Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ihr kennt mich alle mal. Ist mir egal. Und ich weiß, dass ich manche Schatztruhen sehe, aber trotzdem weglasse es mit voller Absicht, weil ich nicht die Schatztruhen sammeln will. Das mache ich nachher eh immer privat. Deswegen, ich will durchrushen, ich will die Story euch zeigen. Und nicht die ganzen Touren, das ist hier keine Komplettlösung. Das ist ein Let's Play. Außer ich schreibe 100% daneben. Was ich nicht mache, war 100%, das habe ich schon so oft gemacht und das hat keine Sau gejuckt. Deswegen, nö. Mache ich sowas eigentlich auch gar nicht mehr. Sowas wird es höchstens noch für mein Lieblingsspiel geben. Was ich jetzt nicht sagen werde, welches es ist. Die, wo mich schon länger verfolgen, wissen es sowieso. Aua. Okay, ich mach die Truhe auf. War eigentlich gar nicht geplant. Aber warum nicht? Warum nicht? So, heilen. Jetzt. Ich hab... Ach nein, wieso? Immer dasselbe. Immer gehe ich da zuerst nein. Ich will gar nicht da nein, ich will da nein. Drücke, nachdem dich ein Angriff... Viereck? Wieso Viereck? Okay. Deswegen klappt das nie. Normalerweise ist es Kreis. Also mindestens bei Kingdom Hearts 2. Es ist auf demselben Knopf wie Blocken? Was ich so gut wie nie benutze? Okay. Von mir aus? So easily you sink into the depths of slumber. Why are you here? Beautiful world, isn't it? Almost like a dream. Why are you following me around? You really haven't caught on? Or are you just assuming it's all part of your little test? I'm not part of the dream. And if you thought I was, then you're softer than they say. What? But this will all be over soon. Just who are you people? Sleep on and we will meet again.
Hey! What does that mean? Thank you, Sora. I can tell you found us a sound idea. Well, I guess we should try and put it to work. Strange. Is one sound idea not enough? Don't worry. I've got a friend out there who'll help. He's always picking up the slack for me. Sounds are all joining together to make even more powerful music. Yeah. Two forces are better than one. Right, Riku? Okay. Can I get in there to fight that thing now? Yes. But, Sora... I'll be fine. See you in a jiff. Doppelgrätsche, okay. Doppelgrätsche. Okay, da bin ich mal gespannt. Ob ich nicht eins auf die Fresse kriege. Irgendwie glaube ich schon. Ich glaube, ich kriege echt eins auf die Fresse. Interessant. Ach, der muckt auch noch. Der kommt schon so. Hey, komm doch. Hey, komm mal her. Ja, komm doch her, du Arschloch. Ich mach dich kaputt. Okay, rutsche und hole den Höllikan. Höllikan? Echt jetzt? Autsch. Autsch. Ey, was ist das für ein Bild? Jetzt komm. Ja, danke. Jetzt wirft noch mal so einen scheiß Stein oder so. Gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Ich komme nicht an diesen Arsch ran. Das gibt's nicht. Ja, danke, du Bastard. Was ist das für ein Vogel? Höllikan. Höllikan. Also bis heute nicht blicke, wieso habe ich eigentlich mit Riku mehr Leben? Ah, du Bastard.
Okay. Ich krieg das die ganze Zeit in die Fresse, gell? Das gibt's doch nicht! Wegen Millimeter! Du Arschler! Ja, endlich! Au, 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 au. Ich mach dich kaputt, du Arsch. Oh, wow. Oh, geht der mir auf den Sack? Das gibt's doch nicht. Das ist so ein blöder Vogel. Ich muss doch jetzt nicht nochmal diese scheiß Silver Server schauen. Ach, muss ich echt. Okay, Concentration. Gibt's doch nicht. Wie unfair ist denn das denn? Ich hab ihn. Das war effektiv. Ja, das gibt's doch. Das ist nicht normal. Mal ohne Spaß, das ist nicht normal. Arsch. Natürlich hat er mich noch getroffen. Ach, das gibt doch nicht. Ein blöder Vogel stirbt eigentlich. Autsch. Autsch. Das war wieder sehr effektiv. Autsch. Au. Au. Jetzt komm. Nicht mehr viel, nicht mehr viel und ich hab ihn. What the fuck, was haben wir jetzt hier? Okay. Ach, du blöder Vogel. Das Schlimme ist, mir geht gleich die Zeit sogar doch zu Ende. Und darauf habe ich ja überhaupt keinen Bock. Dann darf ich nämlich den Kampf nachher nämlich nochmal ganz von vorne anfangen. Okay.
Scheiße. Jetzt passiert genau das, was ich meinte. Ist das zum Kotzen? Ich kann nichts machen. Das gibt's doch nicht. Fick mich. Ja, Leute, richtig geil. Wegen der Kackzeit habe ich das jetzt nicht hingekriegt. Boah, ich könnte kotzen. Nee, ohne Schmarrn, ich könnte kotzen. Das nervt mich jetzt richtig. Okay, dann machen wir es jetzt so. Draufgeschissen. Wir machen den Boss halt im nächsten Part. Mit Rico sein. Also wir machen Rico und Sora gleichzeitig fertig. Ich werde jetzt in die Welt noch reinstürzen. Dass ich noch die eine Cutscene habe dann. Und dann rase ich durch. Besiege 30 Feinde, bevor die Zeit abbricht. Okay. Das dürfte ja mal gar kein Problem sein. Ja, so viel dazu. Kommen jetzt noch ein paar Gegner? Ja, gut aussieht nicht, ja. Jetzt komm. Ich hab's geschafft. Halleluja. Okay. Sobald die Cutscene fertig ist, werde ich auch den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und schreibt mal in den Kommentare, wie ihr jetzt die neue Quali so findet. Oder ob ihr überhaupt eine Änderung merkt. A flood? Strange. It's coming from upstairs.